bin Max, ich bin 21 Jahre alt, studiere hier in Halle BWL und ja, jetzt heute sind wir hier Halle Neustadt, um ein bisschen BMX zu fahren. Ich fahre jetzt erst seit etwas kürzerem BMX. Ich habe in meiner Jugend das schon ausgeübt, bin öfter BMX gefahren, habe es aber dann irgendwie sein lassen und mein BMX auch verkauft. Und ja, dann kam es so dazu, dass ich mir dann wieder einen BMX günstig geschossen habe und mit den Jungs dann hier durch Halle gerollt bin. Wie oft ist relativ schwer zu beantworten, weil mal hat der eine keine Zeit, mal der andere keine Zeit. So kommt es auch mal dazu, dass man alleine sogar rollen geht. Aber so im Groben würde ich sagen, roundabout 2 bis 5 Mal in der Woche. Ja, schon sehr oft. Mir wurde der Park von den Jungs gezeigt. Also kann ich nicht sagen, dass ich alleine auf den Park gekommen bin. Das ist halt so ein bisschen das Zentrum. Hier kommen sehr viele Leute her. Und klar, es gibt noch ganz andere Plätze in Halle, auch relativ nah aneinander, also von hier ist der nächste irgendwie 5 bis 10 Minuten Fußweg entfernt und ja, in Halle Neustadt ist eigentlich mehr oder minder, wenn man die Vielfalt haben will. Hier sind halt sehr viele Geräte zum Rumfahren. Was genau besonders am BMX-Fahren ist, ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Also natürlich das Gefühl, in dieser Gruppe Spaß zu haben. Man lernt zusammen Tricks, man fällt zusammen hin. Man lernt ganz viele andere Leute kennen, einfach nur alleine durch die BMX-Szene. Was ich allgemein von Halle Neustadt halte. Also es ist so gesehen nicht so der schönere Teil von Halle, weil man einfach, gerade wenn man mit dem BMX rausfährt, ist es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie sich halt einfach komplett die Struktur der Stadt verändert. Ja, das Klientel will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, ja, so die Mentalität der Leute hier verändert sich schon stark. Und ja, es klingt ein bisschen böse, aber es ist halt schon, wäre der Park woanders, dann würde mich das auch nicht stören. Also. Relativ typisch Halle Neustadt und was auch relativ negativ ist, ist einfach der Alkohol- und Drogenkonsum beim Minderjährigen. Das heißt also, es ist nicht mehr erschreckend, was schon erschreckend klingt, dass man hier am Park 12-, 13-Jährige sieht, die sich dann einfach Zigaretten anstecken, wenn nicht sogar manchmal jünger. Wen man hier so trifft, von jung bis alt, gerade verheiratet, gerade erst das Studium begonnen, Schüler, man trifft eigentlich jede Gruppe und auch jede Altersklasse hier und differenziert da auch gar nicht, also wenn man zusammen rollt.
positive Dinge auf jeden Fall im sportlichen Bereich, dass man hier die Tricks, die man neu lernt, die Tricks, die man hier versucht, unter Schweiß und Arbeit, dass man die dann natürlich steht bzw. schafft. Und ja, das sind eigentlich so neue Bekanntschaften schließen, sich weiterentwickeln mit den Fähigkeiten auf dem BMX. Ich glaube, das ist so das Positivste, was man hier verbuchen kann. Emotional gesehen. Aua. Schmerz. Frust. Scheiße! Aber auch gleichzeitig ja, Glück und Freude, wenn man natürlich das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Ehrlich zu sein, habe ich noch nie mit dem Gedanken gespielt, nach Neustadt zu ziehen. Einfach weil der erste und einfachste Aspekt ist, die Universität ist einfach direkt im Stadtinnkern. Das heißt, es wäre für mich einfach ein viel zu langer Weg, so gesehen, als fauler Student da irgendwie weit außen zu wohnen. Ich glaube, mein Lebensgefühl wäre es nicht so, also würde es nicht bereichern, wenn ich in Halle Neustadt bin.